Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer von tmrradio.de. Der Tommy und ich sind heute auf dem Waltershäuser Sportplatz. Und wenn ihr schaut, grüner Rasen. Aber das war nicht den ganzen Tag so. Denn heute hat erst stattgefunden, der erste Waltershäuser Opel Cup. Natürlich präsentiert vom Opel Autohaus Waltershausen und vom FSV Waltershausen, dem Waldsportverein hier am Ort. Nicht nur das Preisgeld von 200 Euro für den ersten Platz lockte die 8 Mannschaften aufs Spielfeld, nein, auch das vom Veranstalter versprochene beste Fußballwetter und packende Zweikämpfe sorgten für ausgelassene Stimmung. So kämpften Mannschaften aus Eisenach, Waltershausen und sogar eine gemischte Damen- und Herrenmannschaft aus Windischholzhausen um den Sieg. Apropos Sieg, die Sieger dieses Tages waren die Skillfüchse aus Waltershausen. Doch nicht nur das Können am Ball wurde mit einem Pokal belohnt. Auch der schnellste Torschütze und das Allgemeinwissen der Spieler wurde getestet und prämiert. Und dank der vielen Helfer, ganz besonders vom FSV Waltershausen, der Fußballzeitreise und dem Autohaus Waltershausen, eine wirklich gelungene Veranstaltung. Wir, das Team von tmrradio.de, wünschen alles Gute und freuen uns jetzt schon auf das Jahr 2015. Da gibt's nämlich den zweiten Waltershäuser Opel Cup.